Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Kunstverkaufen-Podcast der 54. Episode. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe in der Zwischenzeit sehr viel in der Akademie tun und machen dürfen. Und zwar viele neue Lektionen noch in depth, so richtig in der Tiefe, dann nochmal wirklich wichtige Themen abgearbeitet. Und ich habe auch eine erfreuliche Nachricht für dich. Denn du hast die Möglichkeit, 3 Tage lang die Ikonenschmiede Akademie zu testen. Geh dazu einfach mal auf ikonenschmiede.de, dann wird dir auffallen, dass das Design auch etwas anders ist und dass du die Möglichkeit hast, dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse anzumelden und dann hast du 3 Tage eben Zugang genau zu dieser Akademie. Und in der Akademie wird auch eine Frage im Detail beantwortet, die ich heute auch beantworten möchte, und zwar von Rudi Räuber. Rudi Räuber hat mir cooler Name übrigens, hat unter einem Video hat mir eine Frage gestellt, und zwar zum Thema, macht es denn Sinn, überhaupt Galerien anzuschreiben? Sollte man komplett auf Galerien verzichten? Eine Frage, die ich so ganz klar mit Nein beantworten kann. Ja, ich habe immer wieder auch im Vorfeld gesagt, Galerien machen nicht so viel Sinn und so weiter. Selbstvermarktung ist natürlich wichtig, aber nichtsdestotrotz gibt es auch in anderen Branchen immer wieder auch die Möglichkeit, strategische Partnerschaften einzugehen, wenn man das Gefühl hat, dass es einem selbst und dem anderen auch dabei helfen kann, das eigene Geschäft anzukurbeln. Deswegen ist ganz wichtig, dass du für dich selber entscheidest. Ist denn das Ziel, das du erreichen möchtest mit dieser Aktivität? Es ist ja letztendlich eine Marketingaktivität. Du präsentierst deine Produkte, ja, einer potenziellen Zielgruppe. Macht es überhaupt Sinn für dich? Hilft es dir dabei? Wie hoch ist die Chance, dass du das anders auch schaffen kannst? Deswegen also da auch ein bisschen analytisch rangehen und sich überlegen, wen möchte ich erreichen? Erreiche ich den über diese Galerie? Wie viel Zeitaufwand ist es? Wie viel Geld muss ich investieren? Welche vertraglichen, ja, kleingedruckten Sachen muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer ansehen? Manchmal gibt es da auch so sehr seltsame Verträge, das habe ich auch schon gesehen. Deswegen ist für dich ganz klar, erstmal herauszufinden, was ist denn für dich wichtig? Wo ist dein Ziel? Was hält dich davon ab, dorthin zu kommen? Wie kannst du diese Dinge aus dem Weg räumen? Und wie kannst du so effizient wie möglich eben dein Ziel verfolgen? Wenn es bedeutet, dass du eben über eine Galerie eine Zielgruppe erreichen kannst, die sich eben für deine Kunst interessiert, dann macht es absolut Sinn. Wann macht es Sinn? Wann ist das der Fall? Naja, wenn du zum Beispiel eine sehr gute Galerie hast, die sich wirklich auf ein Thema konzentriert, nur auf Pop Art oder nur auf Street Art oder nur auf Expressionismus, deutschen Expressionismus. Also wenn der Galerist Ahnung davon hat, was er da tut, wenn er alles Mögliche anbietet, vor allem große Namen anbietet, weil er damit Geld verdienen möchte, dann ist er einfach ein Zwischenhändler im herkömmlichen Sinne, ohne Leidenschaft für seine Arbeit. Wenn er sich allerdings auf einen Bereich konzentriert und da mit einer gewissen Leidenschaft dahinter steht und eben auch Fachwissen aneignet und als Experte in diesem Bereich dann auch sich etabliert und positioniert, dann kannst du guten Gewissens zu dieser Person gehen und dich dann auch mal vorstellen und sagen, ich finde sehr gut, was sie da machen, ich finde es sehr interessant, dass sie sich in diesem Bereich, in diesem künstlerischen Genre auch so gut positioniert haben und ich bin davon überzeugt, dass meine Kunst ihren Kunden dann auch dabei helfen könnte, sich diesem Thema noch mehr zu nähern. Das könnte natürlich auch noch ein bisschen mehr Lust machen auf die ganzen anderen Künstler. Ja, dass man die eigene Arbeit in die Marke des strategischen Partners einfügt. Ja, alles, was du tust, muss ja eigentlich muss ja dem Galeristen in irgendeiner Art und Weise helfen. Das heißt, wenn du einfach auf ihn zukommst und sagst, ich möchte ausstellen, bitte, so, dann wird er erstmal genauso auf dich reagieren wie auf alle anderen Künstler. Erstmal, ja, okay, also 50% Provision, dann kostet es 1200 Euro erstmal Gebühr für die Werbung und dann gibt es natürlich noch das Catering und so weiter und dann wird erstmal aufgezählt, was alles so aufkommen könnte. Er pfuscht dir dann natürlich sehr, sehr gerne auch in dein Portfolio rein, sagt dir dann auch, so und so musst du das machen, weil er halt kein Vertrauen dir gegenüber hat, weil er muss Geld verdienen. Als Galerist Geld zu verdienen, ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man aus der Kunsthistorie kommt und eigentlich vom Verkäuferischen nicht so viel Ahnung hat. Und deswegen ist er dann natürlich unter Druck und möchte dann sein Konzept weiter durchdrücken. Wenn du ihm aber zeigst, dass du ihn verstehst und sein Konzept auch unterstützen möchtest und du eben auch mit deiner Arbeit einen gewissen roten Faden verfolgst,
Dann wird er sich abgeholt fühlen. Dann kannst du nämlich auch deine Kunst ihm dann halt schmackhaft machen. In dem Fall, und das ist das Schöne, verkaufst du ja nicht an die Kunden, sondern du verkaufst an ihn. Ja? Immer wenn du über Galeristen gehst, immer wenn du über irgendwelche Messen gehst, du verkaufst nicht an Kunden. Du verkaufst an den Zwischenhändler. Und der Zwischenhändler, wenn der überzeugt ist von dem, was du da anbietest, dann wird er auch die Überzeugung transportieren können gegenüber seinem bisherigen Kundenstamm. Du hast dann meistens nicht die Möglichkeit, da wirklich verkäuferisch tätig zu sein. Erstens ist es doch etwas anderes. Erstens, weil du nicht weißt, mit wem du es zu tun hast. Deswegen ist es sehr schwierig, da ein vernünftiges Verkaufsgespräch zu führen, vor allem wenn man noch unerfahren ist, vor allem im Verkäuferischen. Deswegen überlässt man sowas ja auch den Galeristen. Im zweiten Zug ist es dann natürlich auch für den Galeristen deutlich einfacher zu sagen, das Kunstwerk, ah, das könnte dem gefallen, und dann kann er halt genau diese Kunst, diese Produkte, die du ihm bietest, kann er dann ordentlich platzieren. Das setzt aber voraus, dass der Galerist weiß, was er tut. Ja. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von Selbstvermarktung, weil du dann dem Galeristen auch auf einer Augenhöhe auch begegnen kannst und dann eben auch die Möglichkeit hast, gemeinsam auch wirklich eine sehr gute Ausstellung zu organisieren, von der halt beide profitieren und eben auch die Kunden, die in deinen Werken dann auch einen emotionalen, sozialen und symbolischen Wert im besten Fall auch wiedererkennen und dann eben der Kontext da ist, um wirklich bedeutungsvolle Kunst zu verkaufen und dadurch auch Sammler zu akquirieren. So gesehen macht es Sinn. Es macht immer Sinn, wirklich eine Zielgruppe zu erreichen, von der du überzeugt bist, dass sie an deiner Kunst interessiert ist. Da ist aber auch wieder eine Unterscheidung notwendig. Nur weil jemand grundsätzlich Kunst interessiert ist, heißt es nicht, dass er auch an deiner Kunst interessiert ist. Das ist ein ganz großer Irrglaube. Das ist so, als würde man sagen, ich bin tierlieb und deswegen mag ich Katzen. Muss nicht unbedingt sein, ja? Vielleicht bin ich allergisch auf Katzen, ja? Und deswegen ist es wichtig für dich auch herauszufinden, welche Art von Kunst wird gekauft? Was ist das für ein Typ Mensch? Was ist das Thema dahinter? Was motiviert den Künstler, der jetzt bisher ausgestellt hat und erfolgreich verkauft hat? Was sind gemeinsame Muster, die auftreten? Und dann kannst du für dich selbst entscheiden, macht es überhaupt Sinn für mich? Macht es überhaupt Sinn, meine Kunst dort auszustellen? Weil erst dann hast du auch die Möglichkeit, wirklich erfolgreich deine Kunst zu vermarkten, wenn du verstehst, wen du erreichen möchtest. Das lernst du natürlich auch in der Akademie. Die kannst du übrigens auch jetzt kostenlos testen, 3 Tage lang. Und dort werden eben noch mehr Fragen dazu beantwortet, wie du Galeristen ansprichst, auch gerade im ersten Kapitel, wie du die richtigen Fragen stellst, wie du dir ein Netzwerk aufbaust und das dann auch langfristig für deine eigene Vermarktung nutzen kannst. Wenn dir das gefallen hat, einfach mal Daumen hoch, je nachdem, wo du jetzt gerade bist. Diesen Podcast wirst du natürlich auf YouTube, Spotify und iTunes auch finden. Dazu einfach mal in die Beschreibung schauen und ich freue mich, dir auch noch in Zukunft mehr Videos und Podcasts zu bieten. Es wird jetzt immer wieder mal regelmäßig geben, also regelmäßig geben, aber nicht jetzt jeden zweiten Tag wie letztes Jahr. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche dir alles Gute bei deinem Weg in die Unabhängigkeit als Künstler und vergiss nicht, 3 Tage lang kannst du die Kohnschmiede-Akademie testen und ich bin gespannt auf dein Feedback. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann.